Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in unserer Epson-Mission. Und wie beim letzten Mal angekündigt, ich bin ein paar Runden zurückgegangen und wir werden auf jeden Fall uns gut überlegen, ob wir mit diesen Einheiten hier oben jetzt reingehen. Denn wir haben ja gelernt, das geht gar nicht gut aus. Wir sind hier am Start der zweiten Runde. Also wir haben im Grunde noch alle Möglichkeiten, hier diese Fehler zu vermeiden. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Führen mal die Grenadiere in die Stadt. Nehmen die Artillerie raus. Nehmen die Artillerie raus. Ernsthaft? Oh Gott, okay, dann gut, dann machen wir das anders. Wir stellen den Scout erstmal dorthin. Oder halt, warte mal, wir können ja eigentlich Schritt für Schritt vorgehen. Das spart uns auf jeden Fall ein paar Züge. Wir kriegen ja den Spot trotzdem. Und jetzt gehen wir dahin. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee, haben wir nicht. Dann die... Hä? Ja, mit der Arti auf den Panzer und dann den Panzer rausnehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Also ich würde natürlich lieber hier die Infanterie rausnehmen mit der Arti. Möglicherweise... Du kleines Arschloch. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Das kann nämlich der Panzer jetzt so machen. Und dann kann der Panzer da hinten drauf. Wir hätten sogar den Scout ranziehen können. Dann ziehen wir mal die Grenadiere. Das sind die Pioniere. Die wären natürlich gerne, wenn wir die in die Stadt führen könnten. Die Pioniere dahin. Die Artillerie geht dorthin. So, und jetzt gucken wir mal. Mit den Flugzeugen war das ja insofern kritisch, als dass wir uns hier ein bisschen fokussieren müssen. So, wir haben hier die Ju. Ach, hier ist unser Doppeljäger. Den müssen wir erstmal auffrischen. So, das heißt, wir kommen hier drüben gar nicht ran. Wir kommen hier oben ran. Wir kommen dort nicht ran. Okay, dann gucken wir mal, dass wir uns hier auf die Jäger erstmal konzentrieren. Zack. Und zack. Kommen wir noch mehr Jäger? Nope. So. Angriff. 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 Wir wissen ja, dass er auf jeden Fall noch einen Haufen Jäger spawnen wird. Mit der Flak kommen wir da auch gerade gar nicht hin. Und jetzt haben wir ja schon gelernt, dass hier oben aufgrund dieser Hügelketten und allem möglichen Scheiß, der dahinter steht, es tatsächlich sehr, sehr schwer ist, dort mit den Panzern irgendwie effektiv zu arbeiten. Wir nehmen ihn jetzt erstmal den Flugplatz weg. Und eigentlich müssen wir jetzt mal die Pioniere dann hier hochführen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie weit kann denn der Scout noch ran? Der Scout kann da ran. Das wäre erstmal die Flanken so ein bisschen aufräumen, ne? So, der Panzer geht mal dahin. Die Artillerie geht dahin. Der Panzer deckt hier. So, jetzt kann er hier angreifen. Minus 2, minus 5. Das ist natürlich... wie weit kann der denn gehen? Der kann dahin gehen. Ich weiß halt nicht, was hier noch steht. Wenn wir hier den Mörser hinsetzen, könnte es höchstwahrscheinlich kritisch werden. Deswegen setzen wir ihn mal dahinter. Verliert sogar 3. Das ist natürlich ärgerlich.
Aber den Angriff wollte ich trotzdem machen, einfach um dort den Druck aufrechtzuerhalten. So, jetzt gehen wir mal mit den... Jetzt muss ich mal gucken, wo wir welchen Panzer haben. Ach, das ist jetzt der Panzer 4D mit der Stummelkanone. Wir stellen uns jetzt mal hier hin. Wir stellen uns hier hin. Wir stellen uns hier hin. Warum? Damit wir hier... Der Panzer kommt dahin. Okay, der hat eine Prognose, den rauszunehmen, obwohl der da Support hat. Interessant. Mit der Artillerie können wir jetzt nicht angreifen. Jetzt mache ich im Grunde den Fehler wieder wie bei dem vorhergehenden, aber ich will natürlich den Druck hier aufrechterhalten. Wir werden dann hier uns auf jeden Fall zurückziehen und werden die Stadt erstmal ignorieren. Und erst drauf reagieren, wenn es wirklich notwendig wird. So, wir greifen ihn an. Damit hat er... Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, hat er keine Bewegungspunkte mehr? Warum kann ich mir die Bewegungspunkte jetzt nicht angucken? Er hat eine -6-Prognose auf den Panzer? Was ist eine Matilda MK1? Was hat denn der hier für... Provokateur. Angrenzende feindliche Einheit, die eine verbündete Einheit angreifen, greifen stattdessen diese Einheit an. Ah ja. Das heißt, wenn ich ihn angreife, greife ich eigentlich ihn an. Oder? Angrenzende feindliche Einheit... Ach nee. Also wenn ich mit ihm ihn angreifen würde, würde ich ihn angreifen. Okay. Gut, verstehe. So, die Flak. Wobei, sie kann eigentlich auch dahin, weil auf den Hügel kommt keiner. Damit deckt sie erstmal alle ab. Das ist sehr gut. So, hier drüben. Hallo? Wir nehmen ihnen mal hier die Punkte weg. So. So. Und in der nächsten Runde ziehen wir uns hier zurück. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Ja. So, dann Rundenwechsel. Flak in der Mitte steht relativ gut. Und er bleibt sehr, sehr passiv. So, jetzt haben wir hier unser Doppelflugzeug. Das, oh, wir kommen da nicht hin. Das Doppelflugzeug setzen wir mal hier, damit der Mörser... Kriegen wir den raus? Zur Not hätten wir noch die Flak eingesetzt. So, den nächsten Jäger, den setzen wir mal dahin. So, jetzt gucken wir mal. Ach hier, den haben wir vergessen aufzufrischen. Okay. Sag jetzt nicht, die W ist... Okay, scheiße. Haben wir jetzt keine Jäger mehr zum Support? Doch. Okay. Können wir... Wir kommen da tatsächlich nicht hin. So ein Scheißendreck. Ja, das war jetzt der Fehler. Wir hätten die Us direkt in der letzten Runde schon verlegen müssen eigentlich, um sie jetzt einsetzen zu können. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Jäger und so da hochholen. Und wir haben ja schon gemerkt beim letzten Mal, dass das dahingehend ein Problem werden könnte. Oh, die ist jetzt nicht gedeckt hier. Das ist natürlich kacke. Dann machen wir das nicht. So, hier ziehen wir uns zurück. So, nehme ihn da die Stadt weg.
Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns hier auf die Mitte konzentrieren. Wir können natürlich den kompletten Fokus auf ihn jetzt lenken, auf den Panzer erstmal. Gegen harte Ziele, sehr gut. Die hat sich ergeben. Gut, dann den Stummelkollegen. Jetzt ist die Frage, ob sich das lohnt. Na, können wir weit kanten? Hier vor. Wobei. Wartet mal. Was ist, wenn ich. Huch, was ist, wenn ich ihn hier. Ach, er kommt. Ja, okay, ich hatte gedacht, wir kommen den Scout da hochsetzen, aber das funktioniert nicht. So, dann zack. 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 Kommt irgendjemand hier auf den Punkt von denen? Nein. Dann laden wir natürlich den Mörser hier hoch. Jetzt haben wir natürlich. Okay, das bringt uns jetzt diese Runde noch nichts. Da ist noch eine Artillerie. So, und hier drüben haben wir halt jetzt das Problem, dass diese Flugzeuge uns nerven. Und ansonsten die Einheiten hier natürlich ziemlich useless rumstehen. Deswegen machen wir jetzt hier mal den Move. Was ich mich gerade frage, inwieweit er hier halt ein Spotting hat, wenn ich mich jetzt wegbewege, ne? Also er kommt ja höchstwahrscheinlich von dem Flugplatz. Weiß er jetzt, dass ich mich dahin bewege? Oder bewege ich mich jetzt in den Kriegsnebel rein und er weiß es nicht und wird dann mich auch nicht angreifen? Oder fährt auf Verdacht dahin? Der Hintergrund ist einfach, dass natürlich die Artillerie hier ein ziemlich verletzliches Ziel ist. Sie hat nur noch 5 Hitpoints. Und ich jetzt überlege, ob ich sie dahin führe. Oder ob ich sie jetzt erstmal auffrische. Wobei wir halt Gefahr laufen, wenn ich sie dahin setze. Dass sie halt nicht aufgefrischt werden kann. Und dass sie dann aber halt rausgeschossen wird. Na, also. Tricky. Das ist jetzt echt tricky, weil hier in der Mitte brauchen wir jetzt eigentlich. Ich mach das einfach mal. Mal gucken, was passiert. So, und die Pioniere führen wir in die Mitte. Und dann gucken wir doch mal, was jetzt in der nächsten Runde passiert. Ah, er kommt von da und von da. Da kommt der Scout. Okay, er konzentriert sich jetzt um. Er nimmt dort die Lücke, wo keine Flakabdeckung ist. Die Arti bezahlt das teuer. Ah ja, guck mal an. Er ignoriert jetzt hier die Leute. Dann können wir die nämlich mal auffrischen. Dann versuchen wir hier mal die Ecke zu halten. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Wir führen die Grenadiere. Oh, wow, guck mal die Reichweite der Grenadiere an. Nice. Wir ignorieren also jetzt so ein bisschen unsere Flanken und jetzt heißt es, wo geht's denn weiter? Aggressiv durch die Mitte oder über die Flanke? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein paar Flugzeuge am Start. Die Frage, die ganz spannende Frage ist ja eigentlich, was hat er noch am Flak dort stehen? So, jetzt haben wir hier noch ein paar Jäger. Die kommen auf jeden Fall dahin. So, minus 2, minus 4, minus 2, minus 4. Dann machen wir erstmal ihn. So, sehr gut.
Ja, die Frage ist jetzt, ballern wir ihm noch mehr Flugzeuge raus oder nutzen wir jetzt erstmal die Möglichkeit, dass wir... Jetzt verlege ich die Julia trotzdem. Oder nutzen wir jetzt erstmal die Gelegenheit, um hier durchzubrechen? So. Ich brauche jetzt hier auf jeden Fall einen Jäger, der das Ganze deckt. Eventuell ihn. So, der. Was zur Hölle? Der macht gar nichts. Was ist, wenn ich erst mit dem Mörser drauf rotze? Und dann mit dem. Ja, das sieht schon mal besser aus. So, jetzt die W gerne hier auf den Scout. Perfekt. Er hat ja irgendwann im Laufe der Runde dann hier noch einen. Sag schon. Einen Flakpanzer reingeführt. So, jetzt haben wir hier noch einen Jäger. Den könnten wir jetzt hier hinsetzen. Und dann könnten wir hier hinten die. Wobei die Pack nützt uns eigentlich herzlich wenig. Huch, das war jetzt einmal zu viel. Könnten den Jäger. So, wir haben noch zwei Us. Die sind alle so eingegraben, dass ich jetzt überlege, auf wen wir gehen. Eigentlich müssten wir ja. Ich würde erstmal mit dem Scout eventuell dahin gehen. Das ist der Panzer 4D. Der Mörser kann noch mal schießen. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir den. Quatsch, die Artillerie. Wo wir den einsetzen. Also höchstwahrscheinlich dann hier oben hin. So, und jetzt müssen wir. Okay, pass mal auf. Dann gehen wir mit dem Jäger. Hä, tricky. Wir haben nur noch einen Jäger frei. Für zwei Us. Okay, dann gehen wir mit dem Jäger dahin. Wir packen die U jetzt da oben drauf. So, Feuer frei. Wir bekommen trotzdem noch zu viel Damage. Ist die Frage, ob es das jetzt wert ist. Ist wahrscheinlich nicht. Hier mal. Okay. Dann würde ich jetzt vorschlagen, er geht dahin. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie wir uns jetzt hier aufstellen wollen. Wir haben ja jetzt hier noch mehr Infanterie, die jetzt gleich nachrückt. Wir gehen mal dahin. Wie weit kann der denn eigentlich vorrücken? Der kann uns da direkt angreifen. Das ist natürlich nicht geil. Das heißt, wir müssen ihn mal hier als Block dazwischen stellen. Wir müssen ihn da hinstellen. Jetzt müssen wir den Mörser mal da hinstellen. Das ist nicht ganz so schlimm. Der deckt trotzdem alles ab und ihn stellen wir dahin. Jetzt kann der trotzdem. So, die Arti geht mal dorthin und die gehen dahin. Die Flak. Deckt das mal von hier aus. Ihn anzugreifen bringt natürlich jetzt nichts. Jetzt können wir ihn noch auf die Artillerie schicken. Die zieht sich da zurück. So, und hier ist die Pack einfach noch im Backup so stark, dass wir da nicht rankommen. Jetzt haben wir hier noch einen Panzer, der könnte jetzt hier auf die Anhöhe gehen. Wartet mal, vielleicht können wir das noch für unseren Vorteil nutzen. Das bringt uns auch trotzdem nicht viel. Übrigens ist der scheiß Scout hier nicht rausgegangen. Das sehe ich jetzt erst.
Minus 1, minus 2. Sind die so, trotzdem so stark eingegraben? Ach nee, das ist minus 13. Die bekommen minus 13 Damage, wenn sie da angreifen. Das war die Prognose vorhin. Das habe ich jetzt verwechselt. Der gibt dann natürlich Backup auf ihn, was sehr gut ist. Komm, Trophia. Oh, das lief gar nicht mal so schlecht. Okay. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, was er hier drüben macht. Wenn er hier anfängt, uns die Punkte wegzunehmen, dann wissen wir auf jeden Fall, was passiert. Genauso hier auf der Seite, wo ich jetzt gespannt bin, was er beim Rundenwechsel macht, ob er dort die Arti angreift. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Dass der Scout natürlich hier mit einem Hitpoint stehen bleibt, das ärgert mich gerade sehr. So, die anzugreifen bringt, wie gesagt, nichts. Okay, dann die Flak geht mal... Ach, guck mal hier, hallo. Schicken wir natürlich mal auf den Hügel. Damit deckt sie hier ein viel größeres Gelände ab. Und jetzt können wir in den Rundenwechsel gehen. Ja, guck mal, da kommt auch schon der Kollege. Na, ja, die wird er jetzt angreifen, ja, oder? Er macht gar nichts mit dem Jäger, das ist interessant. Hallo! Oh, ein schöner Hinterhalt! Oh, nice! Ja, er holt schon die Punkte zurück. Das war jetzt zu erwarten. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass er uns da nicht so sehr in die Flanke fällt. Ich meine, hier versucht er das ja auch schon. Kommen wir hier mit einem Flugzeug eventuell ran zur Hilfe? Nope. Okay. Von hier unten dann höchstwahrscheinlich auch nicht. Gut, was ist das überhaupt? Infanterie. Die kriegen wir leider nicht raus. Dann müssen wir vorher mit der... Martin. Wow, okay. Dann... Ja, haben wir ihn dann den Vorstoß erstmal vereitelt. So, hier drüben müssen wir dann mal gucken, wie wir jetzt hier vorgehen. Jetzt haben wir erstmal ein paar Flugzeuge von ihm, die wir jetzt hier vom Himmel holen können. So, pass mal auf. Ihn bitte... So, Flugzeug Nummer 1. Jetzt können wir... Sehr gut. Okay, dann... Wo ist denn der Doppeljäger? Der Doppeljäger ist immer noch hier. Der Doppeljäger kann ihn angreifen. Der Doppeljäger kann... Ich würde ganz gerne alle beide Jäger rauskriegen. So, wir haben hier noch einen Jäger und wir haben hier unten auch noch zwei Jäger. Wobei... Machen das mal so. Und so. So, er kann jetzt minus 5. Wobei, warte mal, das war vielleicht gar nicht so schlau. Wir können ihn nämlich dahin packen, dann kann er noch Support liefern. So, jetzt minus 5. Minus 1. Und jetzt können wir Flak. Müssen wir erstmal gucken. So, die Flak geht eins nach vorne, Feuer frei. Und jetzt, zack.
Okay, damit sind die Jägergeschichte von ihm. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir mit der Artillerie hier vorgehen. Machen wir erstmal hier die Geschichte. Wir haben hier den 4D. Das heißt, wir klatschen erstmal hier drauf. Und wir haben natürlich jetzt auch noch Hughes, die wir ganz geschickt einsetzen können. So, mal gucken, was wir hier haben. Was ist das eigentlich? Überlebenskämpfer, okay. Und das ist Ablenkung. Feindliche Einheiten, die an diese Einheit angrenzen, leisten kein Unterstützungsfeuer. So, Angriff. So, er nimmt den Flugplatz. Der Scout geht hier hoch. Angriff. Angriff. So, jetzt haben wir natürlich dort noch die blöde Artillerie. Die könnte man jetzt natürlich mit einem Risikomove in der Hoffnung, dass er erstmal keine Jäger mehr hat, angreifen. Wir kriegen sie leider nicht raus. Wir könnten das aber mit dem Move machen. So, zack. Problem ist natürlich, dass wir wieder eingekesselt sind. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. So, und jetzt haben wir noch zweimal Artillerie. Das ist natürlich jetzt scheiße gelaufen mit dem Panzer. Wartet mal, dann gehen die Pioniere gehen hier hoch. Die Arti geht dahin. Der kann sogar noch mal angreifen. Gar nicht so schlecht. Ach, hier haben wir auch noch eine Arti. Die kommt aber leider nicht mehr in die Reichweite. Die könnte man jetzt hier hinstellen. Also laut der Anzeige kommt er nicht hier hoch. Er kann den Move nicht machen. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht wirklich sicher. So, er kann... Er kann natürlich jetzt tief vorstoßen hier. Und kann erstmal gucken, dass er dort die Artillerie angreift. Jetzt sind die aber nicht mehr eingekesselt. Deswegen müssen wir hier wieder einen aufstellen. So, jetzt sind die zumindest wieder eingekesselt, aber wir kriegen sie trotzdem nicht raus. Okay, optimal. Ach, scheiße, der kann da rein und auf die beiden Artis. Ja, das ist wieder so ein großes Durcheinander hier. Ach, warte mal, wir haben hier noch die. Dann stellen wir die hier natürlich als Deckung für die Artillerie auf. Die hatte ich ganz vergessen. Und hier haben wir auch noch Pioniere. Die Pioniere ziehe ich schon mal aus weiser Voraussicht nach hier in die Stadt rein. Dass die uns hier nicht Turnbridge Wells rausnehmen, was ein Versorgungsfeld wäre, was ziemlich kacke ist. Okay, da machen wir aber beim nächsten Mal weiter. Wir konzentrieren uns gerade sehr... Ach, wir haben hier noch einen Jäger. Ach nee, Quatsch, einen U. Können wir die noch irgendwo hinstellen, wo ein Jäger als Support... Ja, hier. Bringt uns aber für den Angriff hier auch nicht wirklich viel. Die Mitte ist aufgebrochen. Die Frage ist natürlich jetzt, was er hier an Versorgung oder an Nachschub nachschickt. Also gerade hier Charles de Gaulle, ne, sage ich nur. Das könnte kritisch werden. Wir haben uns hier natürlich jetzt erstmal aus der Affäre gezogen, aber wie gut das am Ende funktioniert, müssen wir dann in der nächsten Folge sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Irondale, Thomas und Kedö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.